Willkommen zu Empfen. Oh. Ne, alles gut. Ja, heute ist Release-Tag von Empfen. Ja, Release-Tag ist da. Aber ich glaube, es ist noch nicht ganz so weit, ne? Wir haben noch 2 Stunden Zeit, bis der Release-Tag offiziell angefangen hat, scheinbar. Ja, ansonsten würde ich jetzt hier, ne, die Festung machen. Ja. Ich würde gerne die Festung machen, ich weiß nicht, wie lange sie gehen wird, aber das habe ich noch als Tagesaufgabe und die würde ich genau noch erledigt haben. Deswegen schauen wir mal die da rein. Festung. Mine der Türen. Ah, ich kann es gerade nochmal, alles gut. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt habe ich wieder Storm gespielt, um die ganzen Sachen fertig zu machen. Ich habe da jetzt alle Sachen fertig für die Gräber. Scar und Säurewaffen. Auf die Kombination verzichte ich gerne. Das hat uns noch gefehlt, dass die Bastarde jetzt kreativ werden. Corvus meinte, sie hätten mehrere Karawanen angegriffen. Apropos Corvus, ich schalte Seth dazu. Freelancer, bist du bereit, deinen Javelin auf die Probe zu stellen? Ein ganz normaler Tag im Bestchen. Was hier noch nicht normal ist, ist die Ska-Aktivität in dieser Region. Wir vermuten, dass sie dort die Säure herstellen. Irgendeine Idee wie? Ich möchte, dass du das herausfindest und dem Ganzen ein Ende bereitest. Ich hab das Relikt gefunden. Die Ska haben sich daran zu schaffen gemacht. Es ist instabil. Für alle Anwesenden, die nicht in Gestalterisch bewandert sind, das ist schlecht, richtig? Offensichtlich. Freelancer, du musst das Relikt eindämmen. Alles klar. So. Nachladen, irgendwas visiert mich an. So. Da sind noch Echos. Da muss ich überhaupt hinbringen. Das ist immer auch gut zu wissen, ne? So, noch ein Echo. Kein Dasein von dir getötet zu werden, Junge. So. Ich habe kein Schild. Was ist schon mit den Echos? Von dem wirst du beschossen, die Hilfe. Ah, da unten. Ich bin ja schon unterwegs. Energiewerte sinken. Die erste Hälfte ist erledigt. Da habe ich das Gefühl, dass meine Mates nicht genau wissen, was sie zu tun haben. Hier war noch irgendwo Echos. Da muss ich rein. Und da haben wir Echos. Haben wir hier Schuss? Und schauen wir mal. Ist auf jeden Fall ein großes Level an sich. Tamir.
Ach da. Trägt nun der Dings uns. Ja, dann fahren wir rein. Da geht's lang, okay. Eieiei, was für ein Akt. Nur solche Vögel. Such weiter nach den leuchtenden Dingen. Echos. Ja, genau. Oh, was tut weh? Eingedämmt. Gute Arbeit, Freelancer. Scheint, als hätten die Ska Eier zum Relikt gebracht. Die Eier waren mit Säure gefüllt. Vielleicht haben sie mit dem Relikt zu Waffen verarbeitet. Sehen wir uns das zweite Relikt an, um deine Theorie zu überprüfen. Du bist fast am Relikt. Bei diesem ist weitaus mehr los. Sieh mal, überall Eier. Deine Theorie hat Hand und Fuß. Ich klopfe mir nachher selbst auf die Schulter. Aber jetzt kümmere ich mich um die Ska. Oh, und schon wieder Echos sammeln. Cool. Hier sind Ska wieder einge. Ja, sind die ganzen Dinger ein. Oh. So. Oh, nicht freigeben. Scheiße. Noch mehr Ska-Freelancer. Teufel. So. Oh Mann, Mann, Mann. So.
Können wir die aufmachen inzwischen? Dann kann sie aufmachen. Sehr schön. Anscheinend sind keine Eisschuss mehr da oder umgesammelt. Hab ich nicht gesehen gehabt. Ups. Ja, ich weiß, ich bin überhitzt. Wäre auch schön, wenn das Ding mal richtig abkühlen würde, ne? Ja, der Bereich ist aber echt groß. Wozu baut jemand eine Tür vor eine Höhle, um etwas draußen zu halten? Hast du gerade geschrien? Der große böse Korpusagent ist wohl kein Freund von Skorpion. Na und? Sind ja schließlich keine Clowninchen. Bin kaum der Einzige mit einer Abneigung gegen sie. Was? Abneigung gegen Käfer? Es gibt nur eine Möglichkeit weiterzukommen, und zwar durch eine Unterwasserpassage nach vorn. Beeil dich lieber. Hier würde ich nicht unbedingt zurückgelassen werden wollen. Die Unterwasserpassage. Wow. Es ist schon fast friedlich hier unten. Skorpedone können aber nicht schwimmen, oder? Keine Sorge, Seth. Ich beschütze dich vor ihnen. Ja, der ist schön aus, ja. Muss man mal sagen. Und was ist das Spiel echt schön aus? Das sind eine Menge Eier. Naja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Oder Eierschalen in diesem Fall. Darauf kann ich gut verzichten. Ach, ich glaube, das Ding haben wir sogar schon gemacht. Was ist das? Noch ein Relikt. Vorsicht, Freelancer. Es ist instabil. Ich hasse es, wenn das passiert. Was machen wir jetzt? Sammle die Fragmente und dämme das Relikt ein. Naja. Zwei haben wir schon mal. Das gut anstellen, sind wir eigentlich relativ zügig damit durch. Das haben wir schon, mal gemacht, auf jeden Fall. Das ging. Das gab es schon in der Demo, das Level hier. Zumindest habe ich das schon mal zum Teil gemacht. Nicht von Anfang an. Vorsicht, Ska im Anmarsch! Wie sind Sie hier runtergekommen? Was da, ne Buddeln gerne. Nur noch ein paar Fragmente übrig. Warum? Nicht getroffen, aber egal. Ne? Sperrt du Scheißvieh. So. Hey, Freelancer! Berska, ich weiß! Die sehen besonders mächtig aus. Oh
ist auch tot. Schutz nochmal wächst. Feuer frei. Von mir. Dass sie nur immer von einer Seite kommen wollen. Holy shit. Wie bei Starship Troopers oder was? Was bald? Ich glaube nicht, dass unsere Freundin das mochte. Schade, ich werde gerade klar. Soll ich uns eine Munition so aufzählen? Oh, Kiste. Dankeschön. So, ich sag ja, die. Festungen brauchen ein bisschen. So. Ich würde gerade runterspringen. Ja, ich mag es nicht, wenn die Leute Er macht es nicht besser. Ah ja, jetzt haben wir das Vieh hier.
Wer war das eine Mal, wo ich hier zugestoßen bin, dabei da die Tür zu. Aber. Bin ja da. Dieses eklige Spiel. Das wäre unprofessionell von mir, den Link zu kappen, oder? Ziemlich. Verdammt. Das nächste Mal erwarte ich, dass riesiges Ungeziefer in der Missionsbesprechung erwähnt wird. Selbst Corvus weiß nicht alles. Oh ja. Das macht wirklich wesentlich mehr Schaden als das letzte, was ich gemacht habe. So, Dropzone. Killt es. Das ist irgendwo aufgetaucht, da. Hua. Ja, das sollte eigentlich relativ schnell fix sein. Ich schieße die ganze Zeit eins. Ich glaube, das taucht hier wieder auf, oder? Kann das sein? Ja. Erledigt. Gestorben ist, war verstörend. Wie viele Biere ich wohl trinken muss, bis ich das Ding vergessen kann? Ich tippe auf 8. Eins für jedes Bein der Tyrannen. Oh, keine Skorpion-Anspielung mehr, dann. Oh. Es gab keine Kiste. Nichts, was man. Wir konnten nicht das Deluxe-Ende werden. Ziemlich schade. Ach, der eine ist schon Level 30. Oh, cool. Na, wie viele Erfahrungspunkte gab es dafür jetzt? 1400 nur. Oh. Ein bisschen wenig, finde ich. Oh. Stufe 5 haben wir immerhin noch, Allianzstufe. Das passt ja. Ein paar blaue Sachen haben wir wenigstens noch bekommen. Gut, immerhin. Lass uns mal noch vor Tast zurückgehen. Gut, und was? Hä? Nochmal? Oder muss ich jetzt mehr schauen mal eben? Interessiert mich ja, ne?
willst du doch immer eine Festung machen oder was? Na, die haben wir doch schon gemacht. Oder hat das jetzt nicht gezählt? Ist ja ein bisschen kacke. Sag ich mal, Festungen. Haben wir auch gemacht, warum wird das jetzt nicht gezählt? Da wurde es gezählt. Aber das ist jetzt dafür nicht gezählt. I don't know. Haben wir gemacht. Du musst es auf dem Schwierigkeitsgrad, machen. So, hier haben wir auf jeden Fall noch die Gräber zu erledigen. Das machen wir dann nächste Folge weiter, würde ich sagen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Übrigens scheint das Münzentechnik auch ein bisschen was zu bringen. Scheint so die Tyrannen zu machen, die Festung zu machen. Ich gucke nochmal nach, wie viel ich am Anfang der Folge hatte. Dann könnte ich das nächste Folge sagen. Also, haut da rein. Ciao, ciao.